Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Murderit. Und keine Sorge, es ist nicht mein Magen, der diese ekelhaften Geräusche macht, sondern ein dämonisches Fenster. Wo ist denn die Katze? Ach, da unten. Ja, die lümmelt sich da jedenfalls hin und stört sich da nicht groß dran. Gut, sie kriegt das Elend auch nicht so mit wie wir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein und gucken uns das Mädchen an, das wir eh schon gesucht haben. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Das war ja ihre Frage in der letzten Folge. Ich würde sagen, Mädel, lass sie doch einfach um deinen Hals. Aber wir gucken jetzt eine weitaus wichtigere Frage, wie wir zu ihr durchdringen können und rausfinden können, was sie weiß. Wir können sie beeinflussen. Wahrscheinlich soll sie irgendwo hinsehen, damit sie eben die Schlüssel findet. Doch ich würde erstmal ganz kurz, kein Dämon hier, oder? Nein. Wir gucken uns auch erstmal hier um, ob wir irgendwo was finden, ne? Irgendwelche Hinweise oder so. Hallo? Alter, da unten steht jemand, ach, das ist dieser Knirps. Hier sind die Taschen. Oh, wir können hier in einen anderen Raum reingehen. Ich verdränge immer noch, dass wir ein Geist sind und traue mich immer nicht, durch Objekte durchzulaufen. Das muss ich mir auch noch ein bisschen angewöhnen. Jetzt kommt noch dazu, ich habe es eine Weile nicht mehr gespielt gehabt, weil ich nicht dazu gekommen bin. Jetzt ist Sonntag. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz für die komplette Woche aufnehmen. Sammeln. Abgeschlossen. Wir können uns eine Geschichte ansehen. Die Todesfee im Glockenturm. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen wurde gesammelt. Wir können das Flashback jetzt abrufen. Das tun wir doch gleich. Es war ungefähr Sonntagmittag, als mich die Bitte des Priesters erreichte. Er suchte nach jemandem, der die alte Kirche reparieren könnte. Sie stand seit über 40 Jahren verlassen auf dem Hügel, nachdem ein Blitzeinschlag 98 einen äußerst verheerenden Feuerschaden verursacht hatte. Natürlich erklärte ich mich einverstanden. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, sobald ich sie betrat und mich ein unerklärlicher Schauer überkam. Ich schüttelte ihn ab und begann mit der Arbeit. Als ich die beschädigten Bodendielen aufriss, naja, eigentlich waren sie alle zerstört, entdeckte ich ein altes Rattennest. Es sah aus wie jedes andere, das ich in meinen 22 Jahren auf dem Bau gesehen hatte, bis mir auffiel, dass dieses aus menschlichen Haaren und Knochen gemacht war. Plötzlich begannen die Bretter im ersten Stock über mir zu knarzen, und ich hörte das Weinen eines jungen Mädchens. Nun, ich sorgte mich, dass der beschädigte Teil der Decke unter ihrem Gewicht nachgeben könnte und rief, »Hey, halt, komm sofort runter!« Meine Stimme musste sie erschreckt haben, denn sie wurde auf einmal völlig still. Also stand ich auf und machte mich auf die Suche nach ihr. Als ich den Raum oben betrat, war ich überrascht, ihn völlig leer vorzufinden. Ich hatte keine Minute nach oben gebraucht. Und wenn das Mädchen fortgerannt wäre, hätte ich sie gehört. In dem Moment hörte ich wieder das Weinen, diesmal aus dem Glockenturm. Als ich die lange und tückische Treppe hochstieg, bemerkte ich Flecken auf dem Boden, die wie getrocknetes Blut aussahen. Als ich endlich den Glockenstuhl erreichte, war ich vor Entsetzen förmlich gelähmt. Vor mir lag die verwitterte Leiche eines kleinen Mädchens. Ihrer von der Sonne gebleichten Kleidung und den verwitterten Knochen nachzuurteilen, hatte sie wohl den Großteil der 40 Jahre, die dieser Ort verlassen war, dort gelegen. Die Ratten hatten ihre Knochen sauber abgenagt. Ich rannte weg. Ich hielt erst an, als ich in der Stadt war. Der Zahn der Zeit hatte es den Behörden unmöglich gemacht, die Identität des kleinen Mädchens festzustellen. Salem wird wohl nie wissen, wer sie getötet hat. Manche sagen,
Sie hören sie dort immer noch weinen. Ich selbst bin nie zurückgegangen. Frage ist, werden wir die Seele finden? Ich habe ja so ein bisschen die Überlegung, ob das vielleicht das kleine Mädchen ist, was uns hier hilft. Dass sie sich irgendwann mal aufgerafft hat und halt in dieser Welt weitergelebt hat. Oder wir finden vielleicht wirklich noch eine kleine ruhelose Seele hier, der wir erst noch ins Licht helfen müssen. Naja, die Ermittlung ist bäh. Aber hier ist ein Bild angebracht. Geisterhafte Bilder, 2 von 23. Ich hoffe, ich habe davon keins übersehen. Na, du wolltest gerade auftauchen, ich habe es genau gemerkt. Tust du aber jetzt nicht. So. Ach, wir können hier nicht durch. Aber wir können hier durch. Wir müssen hier weiter ermitteln. Können wahrscheinlich wirklich nur über sie reagieren. Worauf beeinflussen wir sie? Ach, wir haben ja eigentlich schon alles. Okay. Was würde sie an den Glockenmörder denken lassen? Was? Vielleicht der suchende Mörder? Oh. Raus aus meinem Kopf! Verdammt, wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann... Du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir abzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, schon klar. Du bist tough. Okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal. Es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du... hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Alter, Glück müssen wir haben. Ein Medium. Darum auch diese spirituellen Bücher und all der Mist. Okay. Wir haben also hiermit jetzt eine Verknüpfung in die reale Welt. Dann sag nichts. Mir doch egal. Hey, darf ich vielleicht mal mit meinen Zuschauern reden? Das ist natürlich optimal. Ich meine, wir können eben Besitz ergreifen von allem Möglichen, um Gedanken zu lesen. Und müssen sie nicht überall hinführen, weil sie uns vielleicht tatsächlich helfen kann. Warum sollte der Mörder denn nach dir suchen? Das ist eine gute Frage. Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Da haben wir ja was gemeinsam. Wir sind beide unsichtbar. Wir sprichwörtlich, sie fühlt sich einfach so. Hat deine Mom gesucht. Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Wo ist sie denn? Glaube ich, eine wichtige Frage. Vermutlich tot.
Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen, nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay, wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Ja, sehr wahrscheinlich lebt er noch, sonst hätte er nicht das... Ich weiß nicht, nach ihr hat er schließlich nicht gesucht. Ich bleib nicht mehr lange hier. Halt die Klappe! Durchbrich mich nicht, Weib. Er hat ja schließlich nach der Mutter gesucht, von daher weiß er wahrscheinlich nicht, wo sie ist. Vielleicht ist sie auch untergetaucht, weil sie dachte, dass die Tochter halt in Sicherheit ist. Warum lebst du nicht dort? Hör mal, ich bleib nicht mehr lange. Alter! Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. Ich war auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Wolltest du mich nicht was fragen? Neue Informationen. Guck mal ganz kurz. Die Zeugin lief von zu Hause fort, um schwieriger für hilfsbedürftige Geister zu finden zu sein. Ich meine, ich kann verstehen, dass es für sie sehr nervig sein muss, wenn andauernd Leute ankommen. Aber auf der anderen Seite... wenn man so... Wolltest wenn es so eine Gabe gäbe, ich gehe eigentlich davon aus, dass es nicht so ist, dann... Hör mal, ich bleib nicht mehr lange hier. Dann, finde ich, ist man doch auch ein Stück weit verpflichtet. Ich meine, wenn ein guter Chirurg, der dem eigentlich jede OP gelingt, mal, wenn der dann Bauarbeiter wird, ist ja auch nicht so das Richtige und Wahre. Falls ihr versteht, was ich meine. Warum warst du heute Nacht denn in dieser Wohnung, hier. Alter, wenn du dich noch einmal wiederholst? Okay, was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Was mich wundert, ist, sie hat ihre Schlüssel um den Hals. Vorn hatte sie die nicht. Jetzt sucht sie auch die ganze Zeit. Schön. Rita nicht. Ich bin zickig. Die Mutter der Zeugin wird seit ein paar Tagen vermisst. Und sie hat keine Ahnung, wo ihre Mutter hin ist. Ja, das ist ja klar. Mir doch egal. Was meinst du mit anständiges Leben? Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, in dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Und jetzt die Kleine dorthin rennt. Die Notiz besagt, die Zeugin soll das Buch zu den Glockenmörder holen. Geh jetzt und finde mein Buch im Revier. Oh. Wir sind nicht mehr sicher, ich versuche dich zu finden, bevor ich gehe, Mom. Wir haben ihr gerade beantwortet, dass es im Revier ist und sie tut da jetzt gerade ganz erschrocken, ne? Obwohl es genau dort drin steht, dass es im Revier ist. Okay. Bisschen auf den Kopf gefallen, die junge Dame. Beeil dich, Mann. Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück. Wirst es brauchen.
Viel Spaß im Jenseits. Warte mal. Geh noch nicht. Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu, es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Muh? Der Schrei der Zeugin hat mich auf schmerzhafte Weise desorientiert. Wie kann das sein? Ich wette, sie weiß noch. Alter, die hat Kräfte. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Einfach durch den Boden fallen lassen. Aber das funktioniert wahrscheinlich nicht. Spüre die Zeugin auf. Ich darf die Zeugin nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu... Oh Gott. Hoffentlich kommt neben uns nichts. Bitte bleib da, wo du bist. Wir gehen jetzt mal zurück und gucken uns kurz um, ob wir hier noch irgendwas finden. Nichts mehr. Dann nehmen wir die Katze nochmal. Mal raus kommen wir ja nicht. Miete Katze. Oh. Hallo. Frage ist, wo kommen wir hier raus? Das ist ja alles schon dicht. Oh. Super Katze. Wo ist er? Der hat sich gebeamt. Das war ja total sichtbar. Mädchen? 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 Sehen wir irgendwo Bewegung? Nö. Mädchen! Wo ist er? Wo ist er? Können wir da oben lang? Wir gehen mal da oben lang wieder. Zurück, wo du hergekommen bist. Okay. Ja, das denke ich auch, Liebes. Aber Shelley ist nicht mit solch lauten Leuten aufgewachsen. Hallo, ich möchte gerne. Der Druck, der auf ihrer Beziehung lastet, macht mir Sorgen. Oh, Sheila, alles wird gut. Sie werden ein langes, glückliches Leben haben. Oh, du hast bestimmt recht. Da komme ich nicht hoch. Dammit! Hoffentlich geht es hier nicht um Zeit, aber anscheinend nicht. Sonst würde man ja hier was sehen. Kann man von ihm Besitz ergreifen? Hallo? Und sie vielleicht aufhalten? Nee, können wir nicht. Out. Na. Träges Ding. Wir müssen doch hier irgendwo noch reinkommen, anderweitig. Wie kommen wir jetzt hier zu dem Mädchen? Wir brauchen halt einfach mehr Anlauf, denke ich mal. Aber da kommen sie nicht lang, okay. Oh, huch. Das hat niemand gesehen, zum Glück. Weder ihr noch die Leute hier. Wie will man denn hier auf einem schmalen... Tisch Anlauf nehmen, frage ich mich. Gut, dass es nicht um Zeit geht, weil... Ich voll verhaue. Ach, bin ich blöd. Man könnte ja auch einfach durchlaufen. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wo der Aufzug war. Hab ich mich gerade erschrocken. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich bin in das Loch getapst. Oh Gott, mein armes Herz. Ich bin für so eine Scheiße nicht konzipiert, das können die doch nicht machen. Nochmal. Ich bin total verschreckt. Oh, alter Schwede. Mau. Oh, dieses Loch. Mein armes Herz. Kein Dämon. Ich gehe jetzt wieder hier durch. Aufzug. Der ist angeblich immer noch oben. Hallo. Das ist die Frage, wo ist das Mädchen hin? Und kann sie eigentlich auch die Dämonen sehen, wenn sie so das alles andere auch sehen kann? Hä, wo ist denn die jetzt? Hm.
Oh. Die ganze Geschichte. Ja. Wo ist das Mädchen? Suchbild. Wo ist das Mädchen? Ah. Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komme wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Nein. Nein, unser Übergang geht weg. Nein. Folge der Zeugen. Als Poltergeist kann man Lebende manipulieren. Ja, aber wir kommen da gerade nicht durch. Das ist gerade etwas ärgerlich. Wie machen wir das jetzt? Ach, hier können wir jetzt nicht durch. Warum nicht? Ach so, weil die geschlossen sind. Stimmt. Wir können nicht nach draußen, wenn es geschlossen ist. Dab, dab, da, 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 bab, ba, da, bab, bab. Hallo? Zu Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Maybe. Können wir mit dir da langlaufen? Oh, das möchte ich jetzt mal testen, auch wenn ich bereuen werde. Ach so, wir kommen ja nicht durch. Stimmt ja. Okay, hat sie erledigt. Du wirst nicht durch den Dämonen laufen müssen. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, wie wir hier rauskommen. So. Genau. Dammit. Priester. Ich könnte jetzt mal einen Priester gebrauchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas je sagen würde. Aber, naja. Hello? Priester? Scheiße. Ich muss mir angewöhnen, hier abbiegen zu können. Kann ich hier mit dem Objekt... Ah, Poltergeist. Ja, komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Okay. Äußerlich fragt er sich, hä? Hab ich den angelassen? Und innerlich... Schnubbelidu. Schalala. Blitz. Weg. Nein. Fuck. Was? Wir schreiten hier so. Sie sind wieder da. Nein, in dieser großen Halle sind jetzt Geister. Also Dämonen. Geister ist ja klar, aber... Oh, dammit. Oh, dammit. Wie soll ich denn an die rankommen? Können wir mal vorsichtig um die Ecke gucken irgendwo? Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Huch. Okay, wir kriegen es gezeigt. Dort vorne im Gang und huch, einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft dir die Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um die Dämonen, mein Handy klingelt, abzulenken. Ja. Was mache ich mit dem Raben? Dammit, jetzt stehe ich hier draußen. Die ablenken. Drück, um vorzufahren. Ich da draußen mit all diesen Laden. Hallo? Zumindest sind wir hier sicher. Ich denke nicht, dass ich da missen kann in der Nähe. Ein Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte R, um zu versuchen, ihn zu vernichten. Drücke, fortfahren. Ich muss aber gucken, wie lange er beschäftigt ist. Und der andere guckt nicht hin, ne? Im Kernfall.
Wir probieren es mal. D und... Dammit! Geh doch bitte wieder zum Raben. Nein, das ist auf der falschen Seite dort. Hoffentlich sieht der andere mich nicht. Warum sieht er mich? Warum kann er mich sehen? Warum kann er mich sehen? Okay, nochmal. Alter, warum sieht der mich in letzter Zeit? Der ist... Warum sieht der mich? Bäm, in dein Gesicht. Okay. Den haben wir. Den haben wir jetzt, ja. Fehlt der andere noch. Und ich würde sagen, das versuchen wir am besten in der zweiten Folge. In der nächsten Folge. Ist ja nicht die zweite Folge, es ist ja die, weiß ich nicht, hier Zahl einfügen Folge. Von daher bleibt dran, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.